Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video beim Hochsauerland Gaming. Ja, wir fahren jetzt einmal unsere Sojabohne in die Bahnstation Mühle, um dies noch zu verkaufen, weil wir die Sojabohne nicht mehr benötigen, haben auch keine Verwendung dafür für unsere Produktionsgebäude. Aber wir werden jetzt, wenn wir dies verkauft haben, werden wir noch ein Produktionsgebäude bauen. Ich bin noch am Überlegen, was wir bauen werden für ein Gebäude, wo wir dann noch nebenbei etwas Geld verdienen können. Des Weiteren habe ich auch noch neue Mods runtergeladen mit noch mehr Gebäuden, die wir dann hier noch bauen können. Musste dazu natürlich auch bei dem ein oder anderen die Logdatei ein bisschen ändern. Musste auch so ein, zwei Eintragungen noch ändern, dass dies hier auf der Map Felsbrunn überhaupt funktioniert. Ich habe das Ganze noch nicht ausprobiert, ob es denn auch hier so funktioniert. Das werden wir dann natürlich zusammen machen. Ja, jetzt bringen wir einmal erst die Sojabohne noch hier zu unserer Bahnstation Mühle. Werden dies jetzt hier einmal verkaufen. Mal sehen, wie viel Geld wir da rausbekommen. Wir haben natürlich auch noch mehr Arbeit. Wir müssen im Sägewerk auch wieder unsere Bretter abholen mit dem Gabelstapler und müssen dies in die Palettenproduktion bringen, weil unsere Ablade- oder Triggerposition ist im Sägewerk voll. So, wir haben knapp 46.000 jetzt erreicht. Haben jetzt auch gut Geld. Da würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein, was wir jetzt hier im Global Company Mod noch bauen können. Die Cheese Factory haben wir schon, das sehen wir hier. Diese Brauerei haben wir noch nicht. Brauchen wir auch noch nicht. Ich würde sagen, wir bauen noch die Coca-Cola Factory, um unsere Cola-Produktion herzustellen. Wir benötigen dazu einmal Wasser und daraus bekommen wir dann unsere Cola. Ja, weil der Weg zum Produktionsgebäude sonst zu weit ist, würde ich sagen, machen wir das jetzt einmal hier und wählen hier unsere Coca-Cola Company einmal aus. Oh, das ist auch ein Riesengebäude. Ich hoffe, das passt dann hier auch noch hin in unsere, in unser Industriegebiet, was wir hier haben. Müssen wir einmal schauen, ob dies noch hier hin passt. Ja, es passt noch hin, aber ich würde sagen, wir drehen das Ganze einmal. Wo ist denn unser Tor zum Reinfahren? Wie viel Platz haben wir eigentlich noch? Ich mache das ein bisschen so hier rüber. So. Oh, wir haben nicht genügend Geld. Was kostet denn der ganze Spaß hier? 100? 89.000, ist jetzt 190.000. Das Ganze wird nicht billiger. Dann drehen wir das Ganze doch noch einmal rum hier, um unsere Produktion hier zu bauen für 179.000 Euro. So, wir haben jetzt das Gebäude gebaut. Ja, Milch brauchen wir natürlich auch. Ich würde sagen, wir laufen einmal rüber in unsere Coca-Cola-Fabrik, um uns einmal dieses Werk hier anzuschauen.
Ja, muss ich jetzt selber erstmal schauen, wo hier, ja, wo das Eingangstor ist. Ich hoffe mal, dass die Einfahrt hier vorne nicht ganz so steil ist, aber ja, ist ja. Wir werden zu diesem Tor hier nicht reinfahren. Dieses Gebäude hat auch noch, denke ich mal, einen Hintereingang. Ja, hier ist die Coca-Cola Company, die wir hier gebaut haben. Wir brauchen einfach nur Wasser, um unsere Cola herzustellen. Ja, wird dann hier ist dann unsere, ja, Koffein und Zucker brauchen wir natürlich für Cola. Da hinten im Hintergrund sehen wir ein Tor. Da werden wir dann reinfahren, um dann unser Wasser hier abzuladen. Dazu würde ich sagen, switchen wir einmal rum, wo wir jetzt hier noch Arbeiter haben. Ja, unser Milchanhänger ist jetzt leer. Ja, unser Helfer ist auch fertig mit Säen von Raps, weil ich habe auf den anderen Feldern ja Raps angesät. Den wir benötigen für unsere Dieselherstellung. Ich würde sagen, wir holen jetzt keine Milch, sondern wir werden jetzt einmal Wasser holen für unsere Coca-Cola-Produktion, dass wir dieses Werk auch noch in Betrieb nehmen können. Dazu füllen wir einmal den Hänger auf. In der Zeit schauen wir einfach mal rein. Ja, unser Helfer ist mit Raps jetzt fertig. Ich habe noch ein Feld übrig, das ist Feld 18. Dort werde ich jetzt auch noch Raps anbauen. So, dann tun wir hier unseren Helfer einmal noch mit Raps. Ja, in Auftrag nehmen. Switchen dazu einmal durch. Holen noch eine, ja, einmal Bretter für unsere Palettenproduktion. Man hat gerade schön gesehen, dass wir schon richtig viele Paletten hier haben. Ja, viele werden sich vielleicht fragen, ja, warum stellt er jetzt so viele Paletten her? Wir brauchen ja bis jetzt noch keine. Ich habe noch einige Modgebäude, wo wir Paletten benötigen. Das ist zum Beispiel in der Bäckerei und in der Zuckerherstellung. Dort benötigen wir einmal Paletten. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich jetzt hier reinkomme. Ist hier alles ein bisschen eng. Aber auch das werden wir jetzt, denke ich mal, hier hinbekommen. So, dann müssen wir jetzt sehen, dass wir das Ganze hier jetzt unproblematisch hinausbekommen. Ja, es ist wieder nachts. Im Dunkeln ist das hier ja ein bisschen tricky, weil wir sehen einfach nicht, ja, wo wir hinfahren. So, können jetzt den Mast wieder runternehmen. Ja, fahren jetzt die Palette einmal rüber in unsere Palettenproduktion. Werden natürlich auch jetzt gleich einmal schauen, wenn wir diesen Stapel hier abgeladen haben, was unsere Tabakproduktion macht, die wir hier links im Hintergrund sehen.
weil dort wird sich auch einiges getan haben. So, stellen wir das Ganze jetzt einmal hier ab. Dass unsere Palettenproduktion hier weitermacht. Oh, wie gerade angekündigt, laufen wir einmal rüber und schauen mal, was unsere Tabakproduktion hier macht. So, Wasser haben wir noch genug. Ja, Mist. Ja, ist auch ein bisschen im Bug hier. Muss ich nochmal in die Logdateien reinschauen, muss das noch ändern. Dass wir hier eine vernünftige Anzeige bekommen. Ja, wir haben jetzt, ja, wie man hier sieht, unsere erste Palette ist fast voll. Haben jetzt 59% hier drin in unserer Tabakproduktion. Dann switchen wir einmal rum und werden unser Wasser jetzt in unser Coca-Cola-Werk bringen. Unsere Bäume sind auch fleißig gewachsen, wie man im Hintergrund sieht, aber sind noch nicht erntereif. So, dann würde ich sagen, fahren wir einmal hier im, ja, einmal hinten rum in die Produktion. Dort ist das Anfahren einfach leichter, weil wir vorne diesen großen Berg haben. So, dann sind wir einmal hier im Coca-Cola-Werk. Das Tor öffnet sich nicht von alleine, das müssen wir per Hand machen. Ja, wir haben unsere... Ach Gott, was ist denn heute los? Unsere Wasserannahmestelle hier. So, wir tun das Ganze einmal überladen. So, wir hören, dass unsere Coca-Cola-Produktion beginnt. Ja, unser Wasser ist abgeladen. In diesen Hänger passt halt auch nicht viel rein. Ich werde auf jeden Fall den größeren Hänger für unseren LKW holen. Machen hier einmal das Tor zu. Ja, den größeren Anhänger für den LKW zu holen, um einfach hier mit einmal mehr Wasser reinzubekommen. Hier sieht man jetzt schön, dass unsere Coca-Cola-Kisten auf Paletten, ja, produziert werden. Ja, Wasser ist alle. Ich würde sagen, das war heute ein kleines Video ja, vom Hochsauerland Gaming. Ich spiele jetzt ein wenig offline weiter, um unsere Produktionsstätten hier, ja, weiter am Laufen zu halten. Wird auch dann, ja, wenn unsere Ernte dann soweit ist, dass wir unsere Sonnenblumen und unsere Raps ernten können für unsere Dieselproduktion. Da benötigen wir dann auf jeden Fall den großen Anhänger. Vielleicht kaufe ich auch zwei Anhänger, muss ich dann mal sehen. Und bis dahin würde ich sagen, spiele ich offline weiter. Und Leute, macht's gut. Bis denn. Tschüss.